Sich der Kunst von Charlotte Puff zu nähern, ist ganz und gar nicht einfach. Sie selber nennt sich Konzeptkünstlerin. Sie kreiert Objekte und Transformationen aus Abfall. Sie erstellt aufwendige Installationen. Sie malt mit Öl und Acryl. Und sie ist nicht nur Charlotte Puff, sondern auch Carlos und Charlie Fupp zum Beispiel. Durch Verzweigung der künstlerischen Intentionen entstanden ab 1988 Personen mit Carlos und Charlie Fupp, Kunstpersonen mit eigenem Pass. Ständige Interaktion und Vernetzung ließen im Laufe der Jahre weitere Kunstpersonen entstehen, die simultan ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln. Heute sind es 26 Kunstpersonen, die meine Weltsicht reflektieren und die Gesamtaussage vervielfältigen. Viele ihrer Objekte und Collagen sind in der Kölner Galerie Edenfeuer zu besichtigen und Abby Kalleda, der Galerist, hat heute die Tochter von Charlotte Buff, die in Köln lebt, eingeladen, um mehr über Charlotte Buff zu erfahren. Ja, ich bin die älteste Tochter von Charlotte Buff. Und wir sind insgesamt 3 Kinder. Ja, und meine Erfahrungen mit der Kunst meiner Mutter, kann ich mich zurückerinnern, dass ich damals halt ein beliebtes Objekt war zum Eingipsen. Sprich, es wurden aus dieser flüssigen Gipsmasse, in die ich eingetaucht wurde, sprich Gipstücher wurden in Gips getaucht, der dann um meinen Körper herumgelegt wurde oder beziehungsweise spezielle Partien wurden genutzt, wie ein Arm oder ein Bein, auch der Oberkörper teilweise. Das wurde, wie gesagt, auf meinen Körper gelegt. Und das war für mich als Kind erstmal ein bisschen, ja, unangenehm. Es war jetzt nicht schlimm, aber wenn man da so was Flüssiges drum auf den Körper bekommt, war das jetzt nicht so ganz, ganz toll. Es wurde aber nach der Weile wurde es hart. Und das war wieder ganz interessant. Da kam ich mir immer vor wie eine Schildkröte, die so einen Panzer um sich rum hat. Und ja, und dann wurde das alles mit einer Gipsschere aufgeschnitten. Und einen positiven Vorteil habe ich auch daraus gezogen, indem ich mir dachte, oh, stell dich nicht so an. Die Härchen werden gleich mit rausgezogen, die man so hatte auf dem Körper oder am Arm. Und nein, es war also schon eine besondere Sache für ein Kind. Und ich glaube, da können nicht viele Familien mitreden. Ja, in der Wahl ihrer Materialien legt sie sich keinerlei Beschränkungen auf. Gips, Bauschaum, alte Sohlen, Gummihandschuhe und, wenn wir mal genau hinschauen, gehört auch ein kleines Püppchen zur Auswahl. Und das führt uns nun zu einer ganz bestimmten Werkreihe, nämlich ihrer Püppchenserie. Ja, und zu diesem Objekt hier kann ich mich auch daran erinnern, dass das im Zug zu dem Vietnamkrieg stand. Meine Mutter war damals sehr, sehr, sehr erschüttert. Und musste auch dies verarbeiten und das versuchte sie auch durch ihre Kunst auszudrücken. Es kamen ja viele Menschen um, es wurde vieles zerstört, die Wälder. Und man sieht hier die Püppchen, die dann symbolisch für die Menschheit dastehen. Und das sieht auch ein bisschen ja, zerstörerisch aus. Damit aber jetzt auch kein falscher Eindruck entsteht, sondern damit man das gut für sich weiterverarbeiten kann, wollte sie damit demonstrieren, dass der Mensch sozusagen sich selbst kaputt macht, sich selbst umbringt und das alles in Bezug auf den Vietnamkrieg damals. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Aber die Zerstückelung der Püppchen als Symbol für die Zerrissenheit in der Welt stieß nicht nur auf Zustimmung und führte zu einem Problem, das der Bild-Zeitung sogar ein paar Schlagzeilen wert war. Ja, und ich erinnere mich hier auch noch an ein interessantes Dokument oder ein interessanter Zeitungsartikel. Damals, wie gesagt, war ich 6 Jahre alt und sollte auf die Waldorfschule kommen, wurde aber dort abgelehnt, weil meine Mutter, ich zeige jetzt noch mal einen anderen Ausschnitt, hier,
die Püppchen durch einen Fleischwolf gedreht hat. Und das fanden viele Leute nicht gerade toll, durchaus verständlich, wenn man das oberflächlich betrachtet. Aber meine Mutter wollte ganz was anderes damit ausdrücken. Und da geht es auch wieder um das Verwurschen der Menschen, der Menschheit. Denn die Püppchen stehen ja als Synonym dafür. Und ja, und ich wurde abgelehnt, durfte da nicht hin, habe dann letztlich eine andere Schule besucht. Und es ist nur schon sehr krass, wie dann die Medien darüber auch berichten. Kind muss für Mutter büßen. Das ist einfach, also, als ob das eine Rabenmutter wäre. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Auch die Künstlerin selber kann sich gut an diesen Vorfall erinnern. Und zwar 1972 war das. Da hatte ich angefangen mit diesen Püppchensachen. Und irgendjemand hat es gesehen und war wahrscheinlich so begeistert oder entsetzt, keine Ahnung. Und hat es dann in die Zeitung reingebracht. Und wenn es jemand schockiert, dann ist ja gut, dann hat es jemand berührt wenigstens. Das Schlimmste ist ja, wenn man Arbeiten macht, die niemanden berühren.